Hallo und herzlich willkommen zum Tutorial des LANet FAJ Neum Discords. Ihr seid jetzt wahrscheinlich auf unserer Plattform gelandet und seht euch jetzt dieses Tutorial an. Hier wird ganz kurz erklärt, wie funktioniert Discord und wie könnt ihr sämtliche Funktionen von Discord ausnutzen. Und ich will euch einen kleinen Überblick verschaffen, wie unser Discord aufgebaut ist. Vorneweg empfehle ich euch, ladet euch bitte die Discord Windows bzw. Desktop-App herunter, denn dann könnt ihr auch wirklich alle Funktionen von Discord vollständig ausnutzen und habt nicht irgendwelche Schwierigkeiten, weil womöglich irgendwas nicht erkannt wird, was über die Browser-Version durchaus passieren kann. Zuallererst, ihr befindet euch jetzt bei uns auf dem Discord. Voraussichtlich seid ihr auch gerade hier im Tutorials-Kanal und seht euch das Video an, das hier gepostet wurde. Der allererste Kanal, der aufscheint, ist die Empfangshalle. Ihr seht hier, ich erkläre ganz kurz, ihr seht hier ganz links, das ist die Liste der Discord-Server, denen ihr beigetreten seid. Entweder ist es nicht euer erster oder es ist euer erster Discord-Server, dem ihr beigetreten seid. Dementsprechend viele Server oder nicht viele Server seht ihr hier. Ihr könnt hier zwischen Server hin und her wechseln. Wir sind jetzt auf dem LANet FAJ Neum Discord. Hier oben gibt es noch einen Home-Button. Der Home-Button erklärt oder fasst zusammen alles, was Privatnachrichten sind. Hier könnt ihr Freunde hinzufügen, ausstehende Freundesanfragen annehmen, Freunde blockieren oder wieder entblockieren. Das ist dann ganz euch überlassen. In diesem Fall sehe ich jetzt nur zwei Bots, mit denen ich einmal konferiert habe und eben meinen Main-Account. Also alles, was in den Privatnachrichten erscheint, erscheint hier oben, und wenn ihr eine Privatnachricht erhaltet, dann wird die hier on top oder direkt unter dem Home-Button angezeigt mit dem Symbol der Person, mit der ihr euch unterhaltet, und einem, je nachdem wie viele ungelesene Nachrichten ihr habt, einem roten Symbol. Wir befinden uns auf dem LAN@FAJNeum Discord Server. Ihr seht als allererstes, hier sind in dem Fall jetzt nur drei Kanäle aufgelistet. Wir beginnen mit der Empfangshalle. Die Empfangshalle soll erst einmal euch dazu führen, dass ihr euch ganz kurz durchlest. Worum geht es hier? Was ist uns ein Anliegen? Und wie können wir ein harmonisches gemeinsames Interagieren auf dem Server gewährleisten? Dementsprechend wird hier nochmal ganz kurz auf Respekt etc. hingewiesen und an wen ihr euch wenden könnt, wenn ihr Fragen habt. Ich habe extra für euch heute eine richtig große Maus gemacht, damit ihr auch seht, wo ich gerade hinzeige. Abschließend steht hier, bitte akzeptiere die Grundlagen und unsere AGB. Siehe auch hier nochmal mit einem Verweis auf unsere LAN-Suite. Hier wird auch noch einmal die Grundlagen und die AGBs des Vereins erklärt. Und mit folgender Reaktion akzeptierst du diese als gelesen und verstanden. Einfach hier auf den grünen Haken, das sind die Reaktionen. Wenn ihr hier reagiert, werden sofort sämtliche Funktionen vom Discord für euch freigeschalten. Ich symbolisiere oder zeige euch das mal am besten live. Wir klicken hier auf das Akzeptieren und sämtliche Funktionen des Discords werden automatisch freigeschalten. Das ist der erste und der wichtigste Schritt. Ihr seht dann auch sofort sämtliche Besucher und wer sich alles auf dem Discord aufhält. Diese Liste hier rechts der Benutzer ist immer beschränkt auf den Kanal, in dem ihr euch befindet. Das heißt, wenn ihr in einen anderen Kanal geht, wo nur ihr oder weniger Leute Zugriff haben, dementsprechend beschränkt wird nachher auch hier die Liste der Teilnehmer dieses Kanals. In weiterer Folge bitten wir euch, die Rollenzuweisung zu betreten. In der Rollenzuweisung könnt ihr diverse Rollen eurem Benutzer zuordnen. In diesem Fall zum Beispiel, möchtest du bei den Neuigkeiten markiert werden, um schneller informiert zu sein? Wenn du jetzt hier den Haken setzt, bekommst du eine zusätzliche Rolle, in dem Fall die Partymacher-Rolle. Und Partymacher werden automatisch bei den Ankündigungen erwähnt und getaggt. Das heißt, ihr bekommt dann für wichtige News auch eine Push-Benachrichtigung, beziehungsweise seht dann, ich bin erwähnt worden, wie hier mit der 1 zu erkennen.
Zusätzlich haben wir noch für alle, die sich outen wollen, aus welchem Bundesland sie kommen, eine entsprechende Flagge hier als Reaktion hinzugefügt. Hier könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr sagt, ihr seid aus der Steiermark, wie hier jetzt ungefähr 35 Leute markiert sind, hier könnt ihr auch draufklicken. Zusätzlich bekommt ihr automatisch den Kanal oder die Kategorie Bundesländer und könnt euch dort dann auch mit Leuten aus eurer Umgebung austauschen oder einfach networken und vielleicht auch zu gemeinsamen Spielsessions verabreden. Als kleines On Top gibt die letzte Frage: Nimmst du an der Veranstaltung LAN at FH Joanneum 17,5? Unter dem Motto Allah Daham teil. Wenn du hier den Haken setzt, bekommst du automatisch die Allah Daham Rolle. Die ist dann eigentlich zukunftsorientiert, eigentlich nur mehr als aus nostalgischen Gründen verfügbar. Das heißt, jeder, der an der Allah Daham teilgenommen hat und hier den grünen Haken setzt, bekommt diese Rolle und sie wird ihm auch nicht mehr weggenommen. In der Zukunft wird die Möglichkeit, hier diese Rolle zu erlangen, erloschen sein und ihr könnt dann in dem Fall hier keine Reaktion mehr setzen und diese Rolle auch nicht mehr bekommen. Das geht nur während der Veranstaltung Allah Daham. Im Prinzip habt ihr jetzt sämtliche Funktionen vom Discord freigeschalten, die verfügbar sind auf unserem Discord. Ihr könnt on top hier noch Tutorials euch anschauen. Es wird vorwiegend jetzt einmal das Discord-Tutorial hier sein und es wird dann noch ein LAN-Suite-Tutorial hier gepostet. Falls noch irgendjemand Fragen hat oder sich tatsächlich auch nach diesem Tutorial hier nicht zurechtfindet, er kann jederzeit den Support anfordern. Das ist relativ einfach gestaltet. Ihr könnt, also die Frage ist, du benötigst Unterstützung bei Discord, Turnierabsprachen oder anderen LANet FH Joanneum Angelegenheiten, klicke auf das gelbe Warnsymbol und begib dich in den Support-Audio-Kanal. Einer unserer Orgas wird sich mit dir in Verbindung setzen. In diesem Support werden wir nur zwei Tickets gleichzeitig bearbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt hier draufklicke und noch eine zusätzliche Person hier draufklickt, dann ist das Maximum erreicht. Kein weiterer bekommt die Berechtigung, die mit dieser Reaktion erteilt wird. Die Berechtigung, die ich jetzt bekommen habe durch das Klicken des Warnsymbols, ist der Zugriff zum Support, zur Support-Kategorie. Hier kann ich mich im Support-Chat an die Orgas wenden, die ihr rechts oben hier seht, und kann ihnen Fragen stellen. Wenn meine Frage geklärt ist, dann bitten wir euch, also wenn eure Frage geklärt ist, bitten wir euch auch wieder hier auf Support anfordern zu gehen und eure Reaktion zu entziehen. Damit wird dieser Bereich wieder verschwinden und der Nächste, der ein Ticket erstellen will, hat die Möglichkeit, jetzt seine Reaktion zu setzen. Das hat den einfachen Grund, weil wir nicht 100 Anfragen auf einmal beantworten können und dementsprechend bearbeiten wir immer zwei gleichzeitig und sobald eine bearbeitet oder erfolgreich abgelegt ist, kann der Nächste seine Anfrage stellen. Angenommen jetzt, wir haben eine Frage, schreiben wir die entweder hier mit Raute gekennzeichnet in den Textkanal. Sämtliche Kanäle, die mit Raute gekennzeichnet sind, sind Textkanäle. Oder ich kann mich direkt in den Support-Audio-Kanal begeben, wo ich auch mit akustischer Unterstützung mit einem Orga mich unterhalten kann. Wenn du dich hier hereinbegibst, dann musst du natürlich auch dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Die Orgas sind nicht 24/7 nur am Schauen, okay, da ist jetzt jemand im Support, sondern bleib einfach hier drin, bis sich einer zu dir begibt und sich dann mit dir über dein Problem unterhalten kann. Hier könnt ihr wieder die Verbindung trennen, damit verlasst ihr den Audiokanal und wenn das Thema Support quasi damit erledigt ist, wenn ihr keine Fragen mehr habt oder eure Fragen geklärt wurden, wie gesagt, einfach hier die Reaktion wieder rausnehmen und die Tickets sind wieder frei für andere, die Fragen haben. Wir haben dann in weiterer Folge die Kategorien. Das sind die man mit einem Häkchen nach unten sieht. Das sind Kategorien. Man kann Kategorien einklappen und entsprechend verschwinden alle Kanäle, die in der Kategorie von mir gelesen sind. Hier sieht man zum Beispiel bei Willkommen verschwindet nur die Party-Info. Hier in der Party-Info sind aktuell noch keine Daten drinnen. Allerdings, es verschwinden die anderen Kanäle nicht, wie zum Beispiel Ankündigungen oder Allgemein. Diese muss ich erst vorher lesen und als gelesen markiert gilt es automatisch, sobald ich durch runtergescrollt habe. Dann, sobald ich woanders in einen anderen Kanal gehe, verschwindet dieser. Und nur die Kanäle, in denen was Neues, Aktuelles drinnen ist, werden wieder weiß hervorgehoben. Sobald ihr diese alle gelesen habt, einmal hier vorführen, verschwinden diese.
Ihr könnt natürlich das alles aufgeklappt lassen, aber um dem Ganzen bisschen mehr Übersicht zu verschaffen, ich empfehle, macht die Kategorien alle zu, dann seht ihr immer, wenn was Neues ist, oder macht sie auf, wenn ihr selber einen neuen Inhalt posten wollt. In der Kategorie Willkommen at FHLAN befindet sich die Ankündigung. Die Ankündigung oder die Ankündigungen beinhalten alle Informationen, die ihr braucht während des Events. Party-Infos, aktuell noch keine Informationen enthalten. Und unter Allgemein, hier könnt ihr alles reinschreiben, was euch auf dem Herzen liegt. Vorwiegend aber Sachen, die die FHLAN bzw. das Event betreffen, wie zum Beispiel jetzt die Alan daheim. Was hier auch sichtbar gemacht wird, sind die Leute, die dem Server neu beitreten, die brauchen eventuell Hilfe oder denen, die kann man in erster Linie erst einmal begrüßen und sagen, oh schau, Polo Styler ist da, herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Ihr könnt Personen mit dem Ad markieren, es wird auch immer die letzte Person, die im Chat irgendwie aufgetaucht ist, als erstes getaggt. Also Ad und einmal Tabulator und dann habt ihr die Person markiert oder einfach Ad und die Person auswählen. Damit bekommt diese Person dann eine Push-Benachrichtigung von euch und wird eure Nachricht auch ehestmöglichst wahrscheinlich wahrnehmen. Ihr könnt aber auch mit einem Hashtag zum Beispiel beginnen und Kanäle erwähnen, in denen ihr euch unterhalten habt und auf die ihr verweist. Ihr könnt jetzt zum Beispiel sagen, hey, liest ihr doch mal die Ankündigungen durch, das ist wichtig. Dann könnt ihr zum Beispiel die Ankündigungen erwähnen. Derjenige, der auf die Nachricht dann draufklickt, hüpft automatisch in die Ankündigungen hinein. Kurz zum Aufbau der Kanäle, weiter geht's nach der Willkommen-Kategorie geht's mit den Bundesländern, die sind glaube ich sehr selbsterklärend. Hier könnt ihr euch mit euren Landsmännern, nenne ich es mal, unterhalten. Und das Sonstige findet ihr wichtige Informationen wie Spiele-Downloads, kostenlose Spiele oder Informationen zu derzeit kostenlosen Spielen, die ihr euch jederzeit herunterladen könnt. Viele Spiele, die wir im Zuge der LAN-Party durchspielen werden, befinden sich auch hier einmal aufgelistet, damit ihr gleich alle Informationen in einem Kanal habt. Beispielsweise, ihr wollt Trackmania mitspielen, Trackmania Nations Forever ist aktuell kostenlos auf Steam verfügbar. Ihr könnt es euch einfach hier runterladen oder einfach mal suchen nach Trackmania Nations Forever und hier befindet sich dann der Patch für Windows 10. Den müsstet ihr bitte installieren zum Beispiel, damit ihr Trackmania zum Laufen bekommt unter Windows 10. Ihr könnt es aber auch zum Beispiel bei Keep Talking and Nobody Explodes mitspielen. Hier findet ihr die Anleitung, das ist ein PDF, die Anleitung zum Spiel und was ihr alles braucht, um mitspielen zu können. Weiter geht's im Off-Topic. Im Off-Topic kann eigentlich so ziemlich alles rein, was nichts mit dem Event oder der LAN-Party selbst zu tun hat. Unter Vorschläge und Kritik könnt ihr auch alles posten, wenn ihr Ideen habt, Verbesserungsvorschläge oder sonstige Kritik aussprechen möchtet, bitte einfach hier rein. Da seid ihr genau richtig. Einzige Beschränkung hier in diesem Kanal ist ein Slow-Modus. Das heißt, hier können Nachrichten nur alle 10 Sekunden gepostet werden, um eine Überflutung von negativer Kritik vorzubeugen, haben wir uns diese Sicherheitsmaßnahme überlegt. Nein, Spaß beiseite, es soll übersichtlich bleiben und hier sollen nicht 10 Leute auf einmal hintereinander schreiben, dann wird die Kritik eines anderen komplett außer Acht gelassen oder übersehen und das wollen wir natürlich nicht. Sämtliche Kanäle mit einem Lautsprechersymbol symbolisieren einen Audiokanal. Das heißt, ihr könnt hier hinein und sobald ihr da draufklickt, seid ihr im Audiokanal und könnt euch mit allen, die sich darin befinden, unterhalten. Zudem gibt es auch noch Audiokanäle mit einem Plus vorne. Diese Kanäle sind sehr speziell. Die werden von einem Bot gemanagt, der auf unserem Server läuft. Dieser Bot schaut, dass immer ausreichend Kanäle für jedermann verfügbar sind. Und aus diesem Grund, wenn ihr in diesen Kanal beitretet, wird der Bot automatisch einen Kanal für euch erstellen. In dem Fall ist es relativ einfach erklärt. Wenn hier Couch steht, dann macht der Bot für euch eine Couch auf. Wenn hier Gruppensuche steht, dann macht der Bot aber wieder was ganz Spezielles. Er macht für euch einen Kanal auf und benennt diesen Kanal nach dem Spiel, das bei euch gerade auf dem Computer läuft. Discord erkennt Spiele automatisch,
Wir können dann ganz kurz in die Einstellungen reinschauen, wie das funktioniert. Discord erkennt Spiele automatisch und der Bot erkennt das Spiel über euer Discord und wird dementsprechend auch den Kanal so benennen. Das erleichtert einem natürlich auch die Gruppensuche, wenn man mehrere verschiedene Spiele spielt. Weil dann wissen die Leute gleich Gruppensuche, okay, da ist jetzt jemand drinnen, der spielt, ich sage jetzt mal beispielsweise Escape from Tarkov. Discord erkennt das und der Bot benennt den Kanal automatisch nach Escape from Tarkov. In weiterer Folge haben wir für unseren Timetable und für unsere Game Sessions spezielle Kanäle angelegt, wie zum Beispiel Scribble.io, Werwolf, Uno oder Keep Talking and Nobody Explodes, weil das sind teilweise erstens Spiele, die vielleicht nicht erkannt werden oder über einen Browser funktionieren. Da werdet ihr dann bitte hier gebeten, euch einzufinden, wenn ihr diesen Spiel-Sessions beitreten wollt. Zudem gibt es noch einmal speziell die Kategorie, wenn ihr mit der Gruppensuche fertig seid, begebt euch bitte in den dafür vorgesehenen Spielkanal und hier könnt ihr euch dann als Gruppe mit einem Spiel treffen. Für Spiele aller Art gibt es die Duo, Trio und so weiter Kanäle. Diese haben eine Beschränkung. Wenn ihr wollt, dass ihr nicht gestört werdet oder ihr spielt ein Turnier und ihr braucht einen Audiokanal, in den euch keiner belästigt, dann geht ihr am besten hier rein. Es wird automatisch ein Kanal für euch erstellt, wie schon oben erwähnt. Und zudem gibt es ein vorgegebenes Limit. In diesem Fall jetzt bin ich einer von zwei. Und wenn ein zweiter noch in den Kanal joint, dann ist der Kanal voll. Dann kommt niemand mehr außer jemand von den Orgas zu euch rein und ihr seid komplett ungestört. Dasselbe betrifft natürlich die weiteren Kanäle Trio, Quad, 5er, 10er und Unlimited, wobei bei Unlimited einfach ein Audiokanal erstellt wird ohne Limit. Das kann dann zum Beispiel auf Spiele zutreffen, wo man über 10 Personen braucht. Automatisch werdet ihr in den AFK-Kanal geschoben, solltet ihr länger wie 15 Minuten inaktiv in einem Audiokanal sein. Das schützt euch natürlich davor, dass ihr, das schützt natürlich euch, aber auch andere. Angenommen, ihr schlaft jetzt während einem Spiel ein, das kann ja durchaus vorkommen, und ihr fangt an zu schnarchen. Der Bot schiebt euch dann schon automatisch in den AFK-Kanal. Der Papierkorb sollte eigentlich gar nicht sichtbar sein, der wird in weiterer Folge entfernt, da braucht ihr euch keine Gedanken drüber zu machen. Papierkorb ist eigentlich nur eine Information für die Orgas, da war einmal ein Kanal und der wird aber nicht mehr gebraucht. Gut, in weiterer Folge ist eigentlich neben dieser linken Spalte hier sind noch die Hauptansicht wichtig. Hier könnt ihr alle Informationen diesem Kanal entnehmen, sofern es ein Textkanal ist. Und hier rechts könnt ihr sehen, wer in diesem Kanal zugegen ist und wer dort auch schreiben oder lesen kann. Wenn dort jetzt, ich sag mal angenommen, hier sind andere Personen gelistet, dann wisst ihr ganz genau, okay, wie zum Beispiel so bei Support anfordern, das ist vielleicht das beste Beispiel. Hier seht ihr automatisch, okay, es sind wesentlich weniger Leute. Hier haben nämlich nur die Orgas Zutritt und die Bots und derjenige, der Support braucht. Ihr bekommt automatisch diese Rolle, werdet bei uns relativ hoch gelistet und wir sehen, ah, da ist jemand, der Hilfe braucht. Alles klar, vielleicht noch ganz kurz zu den Benutzereinstellungen. Ich habe jetzt gerade OBS laufen, deswegen ist bei mir der Stream-Modus aktiviert, um meine sensiblen Daten zu schützen. Hier wird euer Account dargelegt mit allen Informationen. Ihr könnt dann auch hier unter Sprache und Video nochmal eure Sound-Einstellungen checken und unter Spieleaktivität. Hier könnt ihr aktivieren oder deaktivieren, je nachdem wie es bei euch eingestellt ist, dass Discord eure Spiele erkennt. Spielt ihr einmal ein Spiel, das Discord nicht erkennt, dann könnt ihr auch einfach hier auf Füge es hinzuklicken. Dann bekommt ihr ein Dropdown-Menü aktuell laufender Prozesse und könnt nachher auswählen, welchen Prozess ihr erkennen lassen wollt und könnt den nachher auch da heroben, wo jetzt kein Spiel erkannt steht, umbenennen, wenn ihr möchtet. Damit wäre eigentlich Discord ganz schnell und einfach erklärt. Hat jetzt doch länger gedauert, als ich dachte. Aber ich glaube, damit seid ihr gut informiert. Und wenn noch irgendwelche Fragen sind, zögert's nicht, nutzt den Support oder schreibt's einfach unter allgemein rein oder Kritik und Vorschläge, wenn ihr Verbesserungen oder Ideen habt, wie man was besser machen könnte. Ich sage herzlichen Dank, wünsche euch ganz viel Spaß auf der Alan daheim, beziehungsweise unseren folgenden Events und
ja, genießt das Spielen, genießt den Spaß zusammen und lasst es euch gut gehen. Und bleibt gesund.